Activity 3. The third activity is about when to use aber and when to use sondern, both meaning but in English. Remember, you use the coordinating conjunction aber to qualify a statement with additional information, like Ich lerne Deutsch und Englisch, aber ich studiere nur ein Jahr. Aber here means however or but. Sondern is used after a negative statement to express a mutually exclusive contrasting option, as in Ich lerne nicht Italienisch, sondern ich lerne Deutsch. Although you theoretically could leave out the Ich lerne in the second sentence as an unnecessary repetition, we'll always say the complete sentences here for practice purposes. We'll give you both independent clauses so that you just have to repeat them adding either aber or sondern. They're both coordinating conjunctions, so the word order doesn't change. Ready? Let's go. Er bringt Wein. Er kommt erst spät zur Party. Er bringt Wein, aber er kommt erst spät zur Party. Er bringt nicht Rotwein, er bringt Champagner. Er bringt nicht Rotwein, sondern er bringt Champagner. Er verkauft das Haus nicht, er vermietet es. Er verkauft das Haus nicht, sondern er vermietet es. Ich verkaufe mein Haus, ich vermiete es zuerst. Ich verkaufe mein Haus, aber ich vermiete es zuerst. Ich rufe sie an. Ich spreche nur kurz mit ihr. Ich rufe sie an, aber ich spreche nur kurz mit ihr. Ich rufe sie nicht an, ich schicke ihr eine Karte. Ich rufe sie nicht an, sondern ich schicke ihr eine Karte. Sie trinken immer Tee. Sie nehmen nie Zucker. Sie trinken immer Tee, aber sie nehmen nie Zucker. Sie trinken nie Tee, sie machen immer Kaffee. Sie trinken nie Tee, sondern sie machen immer Kaffee.